Willkommen bei der DITIM 2018 hier in Berlin. Ich begrüße an meiner Seite Dr. Matthias Vesper von Rolls-Royce Power Systems. Vielen Dank. Schön, dass Sie hier sind und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Matthias Vesper. Ich bin jetzt seit über 14 Jahren im Unternehmen bei Rolls-Royce Power Systems AG, vormals MTU Friedrichshafen. Und bin jetzt seit Anfang Januar als Executive Expert Innovation, Ideation and Ecosystems zuständig im Bereich von Corporate Strategy. Und um es einfach zu beschreiben als Bild, es ist ein Innovation Enabler, Türöffner, Brückenbauer innerhalb des Unternehmens, die Möglichkeit als Moderator zu agieren, Angebote innerhalb des Unternehmens zu machen. Aber vorzugsweise geht es darum, nach außen einfach auch Kontakte zu knüpfen, mögliche Partnerschaften zu identifizieren und die ins Unternehmen reinzubringen. Was betrachten Sie persönlich denn aktuell als die größten Herausforderungen für ein erfolgreiches Technologie- und Innovationsmanagement? Es ist heute Morgen schon genannt worden. Ich denke, dass in erster Linie die Ambidextrie, das heißt die Beidhändigkeit, die es in der Organisation erfordert, um innovative Herausforderungen zu meistern, dass die größte Herausforderung sind letztlich, weil ein tradiertes, großes Unternehmen sich einfach aus der Tradition heraus, aus der Historie heraus schwerer tut, in die agilen Prozesse überzugehen, wohl wissend, dass diese aber notwendig sind, um letztlich innovativ erfolgreich zu sein. Welche Ansätze können denn Ihrer Erfahrung nach Unternehmen dabei helfen, die richtigen Trends zu identifizieren bzw. herauszufiltern? Ich glaube, dass vor allem, also die Methoden, die Trends als solche faktisch zu erkennen, vielfältig sind und schon verfügbar sind. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, zu gucken, wer propagiert diese Trends. Das heißt, wer steht dahinter? Um als Beispiel Elon Musk zu nennen bei Tesla, der einfach für seine Sache brennt und der dieses Thema, obwohl die ein oder andere technologische Fragestellung oder auch des Businessmodells noch gar nicht geklärt ist, trotzdem nachhaltig für seine Idee wirbt. Und das ist etwas, was man im, sage ich mal, in der Trendanalyseforschung auch machen muss, um dort die Personen dahinter mit einzubeziehen, die letztlich Trendsetter sind. Viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum haben ja häufig den Ruf, qualitativ hochwertige, innovative Produkte herzustellen. Mhm. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Sind wir wirklich so federführend und innovativ, wie wir häufig behaupten? Ich glaube, an vorderster Stelle steht erstmal die Grundfrage, was ist eigentlich Innovation? Und ich glaube, mit dieser Frage haben sich viele Unternehmen hier gerade in unserem Kulturkreis noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Innovation heißt für mich nicht nur, sagen wir mal, nicht nur inkrementell bereits Vorhandenes weiterzuentwickeln, sondern wirklich disruptive, komplett verändernde Lösungen, Produkte, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sich wirklich weit von dem heutigen Ist-Stand entfernen. Und insofern glaube ich, da haben wir Nachholbedarf, dass vieles noch im inkrementellen Bereich ist. Das ist sicherlich auch wichtig, um auch kurzfristig weiterhin erfolgreich zu sein, die notwendigen Umsätze in den Unternehmen sicherzustellen. Aber es muss weitergehen. Sie werden ja morgen ein World Café mit dem interessanten Thema Innovationskultur moderieren und dabei auch die Frage aufwerfen, können, dürfen und wollen wir auch Soft Facts? Das jetzt mal aufzugreifen, was sind denn für Sie die wesentlichen Faktoren für eine innovative Unternehmenskultur und vertagen sich eigentlich Tradition auf der einen Seite und Innovation auf der anderen? Das ist eine für mich noch nicht geklärte Frage, aber es fängt bei den beteiligten Menschen in der jeweiligen Organisation an. Eine Grundvoraussetzung aus meiner Sicht ist, dass wir uns alle wieder der Gabe vergegenwärtigen, dass wir zwei Gehirnhälften haben. Die eine, die linke, die eher für das sachlich-rationale Denken zuständig ist, aber eben auch die rechte Gehirnhälfte, die uns die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein, inspirierend zu agieren. Das ist etwas, was, und das ist keine Kritik, das ist einfach naturgegeben, auch in der Sache, wir mit zunehmender Erfahrung und auch zunehmendem Alter eben leider verlieren, diese Unvoreingenommenheit, die Kinder haben. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, dessen wir uns bewusst machen sollten, in diesen weichen Faktoren auch zu denken und nicht nur in sage ich mal, Hard Facts, Zahlen, Daten und Fakten. Und das ist eigentlich der Hintergedanke auch dieser Frage in meinem World Café morgen. Hängt Innovationskraft nur von den handelnden Personen ab oder vielmehr
von intelligenten Prozessen und Methoden. Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, es hängt zu 80% von den Personen ab und nur zu 20% von den Prozessen. Ich sage, das ist das Inside-Out-Modell. Von innen heraus kommen, davon überzeugt sein, dass das, was einem Methoden, Prozesse, Tools bieten, auch wirklich zu nutzen, sodass es erfolgreich eingesetzt wird, dass man zum Erfolg kommt damit. Mit welchen Erwartungen nehmen Sie persönlich denn an der DITIM 2018 teil? Ich komme hierher, um einmal zu sehen, was hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahren getan. Letztes Jahr konnte ich nicht dabei sein. Davor war ich jetzt schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal dabei, um einfach auch einen Fortschritt vielleicht zu erkennen, eine Veränderung zu erkennen, was nimmt man von den anderen Teilnehmern wahr. Natürlich, um neue Netzwerke zu knüpfen, neue Kontakte kennenzulernen. Und immer noch die Hoffnung, dass, sage ich mal, eben der Faktor Mensch eine entsprechend hohe Gewichtung auch in dem ganzen Innovationsthema erhält. Was halten Sie von unserem Eventkonzept? Das heißt also, dass man halt Präsentationen, Keynotes paart mit interaktiven Roundtables beispielsweise. Ich finde es sensationell gut, weil durch diese Vielfalt letztlich auch man dazu inspiriert wird, anders zu denken. Ja, und man sitzt nicht den ganzen Tag und hört sich nur Vorträge an, sondern man kann auch aktiv mitgestalten, eben durch ein World Café, durch eine Challenge Your Peers Session. Das sind einfach diese Vielfalt, die macht eigentlich auch den Wert der ganzen Veranstaltung aus. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, bedanke mich für die interessanten Einblicke. Vielen Dank. Und vielen Dank für all diese Zeit. Dankeschön.